sehr professionell und erfahren. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie nervös gewesen ist oder ich denke, dass er sehr überzeugt ist auch von dem, was er mit uns macht, mit dem, was er vorhat. Und deshalb ist es auch klar, dass man jetzt keinen Bayern-Trainer verpflichtet, auch wenn er jung ist, wo man nicht überzeugt von ist. Der Julian Nagelsmann ist jetzt auch nicht mehr neu im Geschäft. Natürlich ist es beim FC Bayern immer mal noch mal eine andere Hausnummer. Aber er hatte ja schon Profimannschaften gehabt, sowohl bei Hoffenheim in einer schwierigen Situation damals übernommen, mit dem Druck des Abstiegskampfes. Dann bei Leipzig schon eine ambitionierte Mannschaft übernommen, da auch die Erwartungen nicht nur bestätigt, sondern übertroffen mit einem großartigen Auftritt auch im Champions League-Turnier. Also ich glaube, er ist für sein Alter als Trainer ja schon mit einigen Wassern gewaschen. Und das hat er sich auch eben anmerken lassen, dass da jetzt kein